Hallo und herzlich willkommen. Heute wollen wir über das Thema reden, wieso hat Martin Luther eigentlich überlebt? Die meisten Reformatoren oder die meisten Leute, die etwas gegen den Papst gesagt hatten, lebten damals sehr gefährlich. Meistens wurden sie ganz schön schnell hingerichtet. Wie konnte es sein, dass Martin Luther überlebt? Und das hat mit einem Traum zu tun. Wir wissen alle, dass Martin Luther 1517 die 95 Thesen an die Kirche von Wittenberg genagelt hat. Und das war so der Anfang der Reformation. Und interessant ist, der Kurfürst von Sachsen, Herzog Friedrich, hat genau einen Tag davor einen bedeutenden Traum gehabt. Der Kurfürst träumte, dass Gott einen Mönch nach Sachsen geschickt hat und Gott jetzt den Friedrich aufforderte, dass er den Mönchen etwas an die Kirche von Wittenberg schreiben lässt, dass es ihm nicht verbietet. Und sogleich fängt auch der Mönch an und schreibt etwas gegen die Tür von Wittenberg, jetzt in dem Traum. Und das Interessante war, es war so groß, mit so großen Buchstaben, dass Friedrich das noch in seinem Heimatort 30 Kilometer weiter lesen konnte, was er da schrieb. Und dann schaute der Friedrich weiter auf den Martin Luther und die Feder, mit der er schrieb, die war so lang, dass sie bis nach Rom reichte, bis zum Vatikan. Und vor dem Vatikan, da war so ein Löwe und die Feder, die stach dem Löwen ins eine Ohr und ins andere Ohr wieder raus. Und dann ging diese Feder bis zum Papst. Und die Feder stieß mit Gewalt gegen die Krone, gegen diese dreifache Krone vom Papst. Und sie wäre fast hinuntergefallen, aber da kamen dann die ganzen Helfer und haben versucht, sie festzuhalten. Und das Nächste, was passiert in dem Traum, ist, dass der Papst die ganzen Stände in Deutschland und auch die Fürsten und ganz besonders den Kurfürst auffordert, dass sie endlich diesem Mönch Einhalt gebieten, dass er endlich aufhört, da zu schreiben. Und der Kurfürst wird total ärgerlich und wütend auf diesen Mönch, dass er so schreibt und dass es so unerhört ist. Und dann wacht er auf. Und er hat total Angst und er schwitzt und er weiß nicht genau, was der Traum bedeuten soll, aber er ist total ärgerlich. Und irgendwie ist dann Mitternacht schon und er fängt an, wieder einzuschlafen und er ist sofort wieder in demselben Traum. Und dann sieht er in dem Traum, der Mönch schreibt immer weiter und immer weiter und immer mehr sticht diese Feder auf den Löwen ein und auch auf den Papst. Und der Papst weiß nicht, was er tun soll und fordert immer mehr den Kurfürsten auf, dass er ihm jetzt endlich Einhalt gebietet. Und das will der Friedrich tun, aber dann wacht er wieder auf. Und dann wundert er sich sehr über diesen Traum. Und er sitzt so wach und dann überlegt er sich zu beten. Und dann fängt er an zu beten und sagt, ja, lieber Gott, bitte behüte doch den heiligen Papst, dass ihm nichts geschieht und dass du ihm vor allem Übel bewahrst. Und dann schläft er wieder ein und er träumt zum dritten Mal denselben Traum. Und in dem Traum entscheidet er sich dann, den Mönch zu treffen. Er geht zu dem Mönch und trifft ihn und sieht, wie er so schreibt. Und er schaut diese Feder an und er ist so begeistert von dieser starken Feder. Und er wundert sich einfach, woher kommt diese Feder? Und das Nächste, was er sieht, ist, dass ganz viele neue Federn aus der einen Feder wachsen und die selber größer und stärker werden. Und dann sieht er, dass Gelehrte aus ganz Deutschland, aus dem ganzen Heiligen Römischen Reich, von der ganzen Welt kommen, um zu sehen, was hier in Wittenberg geschieht. Der Kurfürst wacht wieder auf und er ist ganz außer sich. Er überlegt noch so und er bittet dann einen Freund rein und auch seinen Bruder Johann und er erzählt ihnen von dem Traum. Und sie überlegen, was das bedeuten könnte. Und dann sagt so der Johann an einer Stelle, ja, wir wissen nicht, was es bedeuten kann. Es erinnert natürlich sehr an die Geschichte mit Daniel und Josef in der Bibel, die auch Träume hatten, die von Gott waren. Aber nur Gott kennt die Auslegung und von daher sollten wir es dabei belassen. Und der Friedrich sagt dann aber, er hat schon eine Ahnung, was der Traum bedeuten könnte. Ja, wir wissen es definitiv, was der Traum bedeutet hat. Am nächsten Tag schon hat Martin Luther diese 95 Thesen gegen die Kirche in Wittenberg genagelt und das war der Anfang der Reformation. Und die Geschichte der Kirche sollte eine andere sein. Und viele Menschen haben wieder das Wort Gottes selber lesen können. Und sie wurden befreit von einem Leben in Sünde und unter der Vorstellung, dass ein zorniger Gott ist, hin zu der Vorstellung, dass ein liebender Gott ist, der unsere Sünden vergibt und dass Jesus Christus das Zentrum ist. Ja, was lernen wir daraus? Wir lernen daraus, dass der Martin Luther von Gott gesandt wurde. Und ich denke, wir können davon lernen, dass wir mehr Schriften, die Martin Luther geschrieben hat, lesen, dass wir schauen, was hat er geglaubt und nicht so sehr, was die modernen Theologen sagen und dass sie vieles von der Bibel vielleicht nicht so ernst nehmen. Lasst uns die Schriften von Martin Luther studieren. Wir können viel von ihm lernen.